Ja, hallo, meine Lieben. Ich grüße euch wieder hier ganz herzlich bei Cosmic Matrix mit den Engelkartenlegungen. Ich lege euch heute hier ein Ahnenreading. Das ist für eine Klientin von mir. Und ich werde ein bisschen erzählen, um was es geht, sodass auch jeder nachspüren kann, ob er zu diesen Themen Resonanz hat. Denn ich bekomme immer ganz erstaunliche Nachrichten, dass das ganz genau stimmt, auch für jemand anderen. Also natürlich nicht für jeden, aber spür einfach mal rein. Ich werde mal ganz kurz erzählen, um was es in diesem Reading geht. Dann kannst du schon mal deine Fühler ausstrecken und gucken, ob das auch für dein Familiensystem interessant sein könnte und für dich. Und zwar geht es in diesem Familiensystem hier darum, dass die weibliche Seite, die habe ich hier, mit der männlichen Seite irgendwie Vergebung braucht. Also da fließt die Liebe nicht so leicht und auch die Sexualität ist eher blockiert. Die Bindungen zu dem Männlichen fließen nicht so und auch die Hingabe, wenn jemand Hilfe braucht, ist auch eher schwierig in einigen von den weiblichen Fällen. Also ich würde sagen, es kommt als verhärtet rüber und ich habe jetzt halt hier ins Feld gegeben und auch schon die Engel gerufen, dass halt die Liebe wiederhergestellt werden kann und das, was passieren darf, werden hier die Engel in die Wege leiten und anschubsen. Heute das halt von der Frauenseite. Wir gucken jetzt einfach mal, was die für Botschaften haben an dich. Und ich habe hier, das ist besonders nach unten, die Tochter mit hingelegt, praktisch von dieser Person, denn das zieht sich sogar durch bis zur Tochter, diese Energie, dass auch die Tochter jetzt die Bindung zur Mutter eher abbricht, mit dem Enkel fortgegangen ist und das schmerzt natürlich sehr. Und da ist natürlich die Frage, was ist denn da los? Und ich bin jetzt ganz gespannt, was praktisch die geistige Welt uns hier für Einblicke gibt. Und die können manchmal von so einer anderen Sichtweise sein, wo wir sagen, so, das hätte ich jetzt dieser Person gar nicht zugetraut. Die war eher sehr kühl. Wo ist denn da die Liebe gewesen? Und wir bekommen aber hier nochmal so einen anderen Blick. Und ich habe ziemlich viele Karten, daher das Reading wird länger gehen. Und du kannst es auf zwei, dreimal gucken oder natürlich auch immer wieder anschauen und einfach dein Herz öffnen und du kannst auch immer wieder andere Sachen hören, andere Sachen als wichtig, weil du hast ja immer ein anderes Thema in dem Moment, immer wieder neue Dinge heraushören. Hier ist noch eine übergeordnete Botschaft dabei. Praktisch, welche Engel euer System begleiten, welche aufgestiegene Meister euch führt, noch eine Botschaft von Isis und eine Botschaft von Lemurien. Ja, das ist das erstmal dazu. Im Großen, es geht natürlich auch um Selbstliebe, es geht um finanzielle Fülle, um Erfolg, um weiterzukommen. Und man sagt ja auch immer, dass das mit dem Herzen und mit dem Geldfluss irgendwie alles miteinander verbunden ist. Und genau, ich bitte hier einfach heute die Engel ganz viel für euch zu klären, für dich, also für euer System zu klären. Und uns auch zu zeigen, was hier passiert hinter den Kulissen. Und es ist eine wunderbare Zeit für so ein Ahnenreading, denn die Zeiten hier zwischen dem Jahr sind sehr gut, da die Schleier so dünn sind. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was sie uns zeigen. Ich lade dich am Anfang wieder mal ein auf so eine kleine Meditation, um ganz kurz bei dir anzukommen, dich zu spüren einfach und auch das als ja, zum Auftanken auch zu nehmen, ein bisschen durchzuatmen. Es ist jetzt sehr, sehr viel los an Weihnachten. Und ich weiß auch, dass du mit kleinen Kindern zu tun hast. Und ich arbeite auch viel mit kleinen Kindern. Und kurz vor Weihnachten scheinen die Erwachsenen alle sehr wenig Zeit zu haben. Das merken dann die Menschen, die mit Kindern arbeiten. Die sind natürlich alle aufgeregt wegen Weihnachten. Und ich weiß auch noch, dass die Kindergärtnerinnen vor Weihnachten immer wirklich urlaubsreif waren, die Kinder aber auch und alle eigentlich. Von daher atme einfach mal durch. Und ja, ich finde es ganz erstaunlich, dass ich viele Klienten habe, die mit kleinen Kindern arbeiten, da ich das auch tue und wie die Resonanz so funktioniert, das ist wirklich spannend. Das wollte ich auch mal erzählen. Also es sind wirklich einige, die gerne mit Kindern arbeiten oder die das gerade beginnen oder umschulen und ihrem Herzensweg folgen. Und ich kann dir auch sagen, je mehr du mit
echt mit Kindern arbeitest und dein inneres Kind noch mit an die Hand nimmst, passiert auch ganz viel, ja, in dir. Und man sagt auch immer, alles, was du anderen Kindern gibst, im Außen, den anderen Kindern, gibst du auch immer ein Stück weit dir selber, die Liebe. Das ist ganz schön. Also je liebevoller du mit Kindern bist, bekommst du das auch irgendwie zurück. Also man macht sich selber sogar noch heile, wenn man mit Kindern ganz wunderbar arbeitet. Fällt mir jetzt auch noch ein, wollte ich dir auch noch mit auf den Weg geben. Denn das ist schon auch ein Segen, auch wenn das natürlich auch Arbeit ist und so. Aber da passiert auf der Herzebene ja ganz viel. Gut, dann setz dich doch gerne aufrecht hin. Beginn mal zu spüren, wie du sitzt. Komm in deinem Raum an. Vielleicht hast du dir noch eine Kerze angemacht. Ich habe hier für uns eine wunderschöne Räucherung dabei. Für Zentrierung, für Engel. Ich habe dieses Angelique-Kraut drauf und etwas aus den USA. Das macht harmonisch. Es sind so geriebene Hölzer. Und das wird jetzt hier gerade so ein bisschen über der Kerze geröstet, sage ich mal, auf so einem Sieb über der Kerze und dann riecht es nicht so stark. Und ich habe noch ein bisschen Gabriel-Weihrauch dabei. Gabriel ist auch immer gut für Klarheit und auch fürs innere Kind. Genau. Ja, ich trinke mal noch was. So, dann schließ doch hier gerne deine Augen. Und beginn nochmal deinen ganzen Körper wahrzunehmen. Du darfst dich jetzt ganz wohlfühlen in dir. Ganz in dir zu Hause sein, in deinem Körper. Spür dich bis in deine Füße hinein, bis in deine Haarspitzen. Aber frag dich nicht, wie das geht. Beschließ einfach, dass du dich in deiner Gänze spürst. Dann kannst du dich ganz gut mit der Erde verbinden, irgendwie innerlich, mit Wurzeln oder einfach einsinken lassen und tragen lassen. Und ich lade dich auch ein, in Hand auf den Bauch und aufs Herz zu legen. Und einfach gerade die Wärme deiner Hände zu spüren. Und dein Atem wieder fließt unter deinen Händen. Und dann lade ich dich auch ein, drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Und ich werde immer so eine Qualität einatmen und eine Farbe, die kannst du dir vorstellen, das kennst du ja schon. Genau, und einatmen ist durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Und wenn man ausatmet, kann man auch immer noch mal die Schultern so fallen lassen, das tut auch immer gut. Und gerade hier jetzt bei deinem Ahnensystem kannst du gleich für alle mit loslassen, durch dich hindurch sozusagen. Genau, dann atmen wir einmal durch die Nase ganz tief frischen Mut und Lebenskraft ein. In, ja, in einer schönen, hellgrünen, lebendigen Energie. Bis in den Bauch reinziehen, in die Lungen. Mach dich ganz voll. Lass das drin. Und dann atme alles aus, was dich eher jetzt stört und blockiert. Und der zweite Atemzug. Atme hier ganz viel Selbstwertgefühl ein. Ja, ganz viel Lachen und Freude in Gelb, ganz tief bis in den Bauch. Speichere es ab. Beim Ausatmen darfst du nochmal deine Sorgen und Ängste loslassen. Und der dritte Atemzug ist für die Liebe. Atme schöne, zartrosa, magenta, pinkfarbene Energie von Liebe ganz tief in dich ein.
speicherst in dir. Und dann atme alles, was noch Angst hat vor Liebe, einfach aus. Einfach so, ohne zu denken. Wunderbar, du kannst gerne eine Hand auf dem Bauch und auf dem Herz lassen und noch einfach bei dir sein und atmen. Und ruf jetzt gerne hier deine Engel in den Raum, deine ganz persönlichen Engel, die du immer bei dir hast, oder deine Geistführer oder Krafttiere. Und fühl dich einfach wohl, lass dich von denen nähren. Und vielleicht bittest du auch um Klarheit, wenn ich etwas erzähle, dass du spürst, womit das zu tun haben kann, dass du dein Herz ganz weit öffnest und dein Bewusstsein, was denn auf einer höheren Ebene damit gemeint sein könnte. Und es kann sein, dass dir es zwei, dreimal nicht zugänglich ist und dann irgendwann verständlich wird, was das meint. Genau, ich werde mal ganz vorsichtig die Klangschale anschlagen und du kannst einfach dieses Bild, dass dein Engel bei dir ist, ja, genießen. Atme noch einmal ein und aus. Und dann kannst du gerne deine Augen öffnen. Ich werde jetzt mit den Karten anfangen. Wir haben ja ein bisschen was vor. Aber das machen wir. Ist halt, sind ja viele Personen. Ne? Dann fangen wir mit dir an, mit Maria Magdalena. Welche Energie bei dir im Moment gerade sich zeigt. Und da kommt die Karte. Jesus Christus, ach wie schön. Jesus Christus ist bei dir alle Tage bis ans Ende dieser Zeit. Ist das nicht wunderbar? Ja, auch wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter oder es ist düster oder wo ist mein Partner? Wann ändert sich das alles? Jesus ist bei dir und ich spüre auch, dass du auch eine ganz besondere, lichtvolle Seele bist für ihn. Ja, dass du das wahrscheinlich gar nicht immer weißt, wie wichtig du bist und dass du so viel Liebe in deinem Herzen hast und das wirst du auch diesen Kindern geben, zu denen fließen lassen. Das ist ganz wunderbar. Und Jesus sagt dir nochmal ganz aufmunternd, das, was ich vollbracht habe und noch viel, viel mehr könnt ihr auch. Wunderbar. Und du bist ja auch in spirituellen Kreisen auch unterwegs, schon seit 10 Jahren, hast du gesagt. Und da kennst du auch Menschen. Und man sagt immer, wenn sich mehr als einer in Jesus Namen versammelt und ein Gebet spricht und eine Heilung macht, ja, dann passiert etwas. Und wenn wir hier das alles schauen, Zeit und Raum spielt keine Rolle, dann sind das ja schon sehr viele Menschen. Und ja, wenn wir jetzt alle zum Beispiel für dich bitten, dass die Liebe wiederhergestellt wird, in deinem System, dann ist das eine ganz große Kraft. Also ich lade jeden ein, der hier zuschaut, für deine Familie und auch für die Familie dieser Frau hier, einfach zu sagen, danke, lieber Gott, dass die Liebe hier wiederhergestellt wird zwischen dem männlichen und weiblichen und dass es wieder fließt. Danke, Amen. So waren jetzt ganz viele Leute. Und alles, was sich in einer Familie löst, löst sich auch immer in einer anderen Familie auch. Also alles, was du für jemand anders betest, auch davon bekommst du einen Segen. Ja? Schauen wir mal bei deiner Mutter, was Maria Magdalena da sagt. Da geht es um die heilige Hochzeit, um den Ausgleich des männlichen und weiblichen. Du siehst hier Yin und Yang. Also da darf sich noch mal was ausgleichen.
Also mein Gefühl war ja, dass bei deiner Mutter irgendwie das Weibliche blockiert ist, dass das nicht so fließen kann, das Fühlen, das Empfangende, das Nährende, das Gebende. Und da wird jetzt ein Ausgleich stattfinden. Meine innere Frau und mein innerer Mann fließen gemeinsam in Liebe. Rechts und links wirken im Einklang. Also da passiert jetzt was. Und finde ich schön, dass sich das hier so zeigt. Schauen wir mal bei deinem Vater, der ist ja leider nicht mehr da. Also er ist noch da, aber auf der anderen Seite, ne? Schauen wir mal, was da kommt. Ach, wie wunderbar, schau mal, ein Hinweis auf deine Träume. Auf Träume zu achten bedeutet, die Post der Seele zu öffnen. Vielleicht schickt dein Vater dir einen wunderbaren Traum jetzt über die Rauhnächte. Und manches Mal, wenn du sagst, ich sehe keine Traumbilder, kann es sein, dass du mit einem wunderbaren Gefühl aufwachst, wie als hättest du eine Begegnung gehabt und hättest du wieder Hoffnung. Es kann so ein vages, schönes Gefühl sein, ja? Achte jetzt in der Zeit auf die Träume. Mein Gefühl ist, dass dein Vater oder dein Papa dir einen Gruß sendet durch die Träume. Das finde ich sehr schön. Ja, und gerade jetzt über die Rauhnächte, vielleicht hast du dann auch mal ein bisschen Urlaub, kannst ein bisschen schlafen und dann achte noch mal ganz besonders auf die Träume. Vielleicht offenbart sich da etwas. Vielleicht ist auch in eurem Ahnensystem vor langer Zeit etwas passiert, wo das begonnen hat und vielleicht bekommst du auch Träume, wo du Einsichten hast, wie das alles begann oder ja, etwas Hoffnungsvolles. Jetzt schauen wir mal bei der Oma nach, was da kommt von Maria Magdalena. Da kommt Bewunderung. Bewunderung bedeutet, die Schönheit der Schöpfung anzuerkennen. Also mein Gefühl ist, dass deine Oma bewundert, was du tust. Ja, sehr liebevoll finde ich die Energie, die hier mitkommt. Staunend erkenne ich die Wunder im Leben jeden Tag. Also auch die Aufforderung, dass du ein bisschen neugierig wie ein Kind auf alles Neue schaust und ja, nicht vorher denkst, wie du wärest, wie die andere Person wäre, sondern wieder so jeden Moment neu und frisch sein lässt und wieder in dieses kindliche Staunen gerätst. Aber auch das Gefühl, dass deine Oma auch den Weg, den du gehst, bewunderst. Also ja, du versuchst ja, was in Bewegung zu setzen. Du siehst, hey, hier läuft was nicht. Wahrscheinlich haben alle einfach immer nur so weitergemacht und weitergemacht, ja. Und jetzt kommst du, und du hast ja selber gesagt, du fühlst dich irgendwie als das schwarze Schaf der Familie, ausgeschlossen. Von Verrat hast du geredet, also dass deine Mutter mit deiner Schwester irgendwas Schönes macht und dich nehmen sie gar nicht mit. Und du bist sehr stark, spüre ich, und du bist von der Energie anders. Und das passt nicht so für die anderen ins System rein, aber das heißt nicht, dass du nicht in Ordnung bist, sondern ich spüre wirklich, dass du sehr, sehr wichtig bist, ein Lichtbringer im System. Bitte glaub an dich. Deine Oma bewundert dich, die steht ganz hinter dir. Das ist gut, dass du das jetzt hörst. Dann schauen wir, was noch kommt von der Opa-Seite. Da geht es um Selbstliebe. Also entweder, dass dein Opa jetzt immer mehr von der anderen Seite lernt, wie Selbstliebe ist und wie wichtig das ist, dass man das lernt. Die werden ja auch geschult, dass sie sich wieder erinnern an die Liebe, wenn sie es im Leben nicht gelebt haben. Es kann auch sein, dass dein Opa dir hier mitteilt, wie wichtig es ist, dass du dich selber lieb hast, ja? Dass du dich magst, dass du dich schön findest, dass du dich im Spiegel halt ansiehst und dir sagst, dass du alles an dir schön findest. Ja, alles so, wie es ist. Ja, wir sind wunderschön in unserem Körper und mit unserem Körper wohnen wir hier auf der Erde, sonst könnten wir diese Erfahrung nicht machen. Darfst ganz dankbar sein und dir auch wirklich mal, das hat ja Louise L. Hay gesagt, man steht wirklich vor dem Spiegel, schaut sich selber in die Augen und sagt, ich liebe dich, ich finde dich schön. Probier es mal aus und es kann erst mal komisch sein, dass du denkst, aber probier es mal aus. Dein Körper hat ja kleine Ohren in jeder Zelle. Die DNA hat Ohren, also nicht wirklich Ohren, also die hat eher die Funktion einer Antenne und die hört, was du denkst, was du fühlst und du gibst dir selber so eine wunderbare Liebe, wenn du liebevoll mit dir redest und auch das fühlst, sich in so einen in so ein Magenta hüllst und das in deine Zellen eindringen lässt. Also vielleicht, ich habe das Gefühl, dass die es sagen können, viel mit dieser Farbenergie, dich in Farben zu baden. Also entweder physisch in der Badewanne oder innerlich diese Visualisierung davon,
Das kannst du, glaube ich, sehr gut. Und das kann ganz viel reparieren an den Zellen. Und dass sie praktisch sich wieder erinnern, dass sie jetzt doch alle geliebt werden. Liebevoller Hinweis vom Opa. Dann kommen von Maria Magdalena von der Uroma jetzt. Es geht um Annehmen. Das ist eine wunderbar empfangende Haltung, die hier auf der Karte ist. Ich bin die Schale, ich bin das Licht, die göttliche Liebe aus mir spricht. Ich öffne mich für alles Gute, das zu mir fließt, meine Seele das genießt. Meine Schale fängt auf, Fülle steigt in mir auf. Also die Erlaubnis hier und der Hinweis von deiner Oma, wirklich dich komplett für dieses Annehmen zu öffnen. Du hast ja gesagt, finanziell wird es langsam immer besser. Also du hast ja was verändert. Es ist am Werden und am Fließen und öffne dich noch mehr für das Gute. Es geht auch, habe ich das Gefühl, um mediale Fähigkeiten und um diesen goldenen Segen des Universums, der permanent zu uns fließen will. Dass du dich innerlich dafür wirklich öffnest. Das ist eine zutiefst weibliche Eigenschaft, einfach offen zu sein wie ein Gefäß, wie eine Schale und zu empfangen. Dass du das in dir verkörperst, also praktisch aus dieser Linie, wo die Frauen das eher nicht so konnten, austrittst und einfach das bist, was du ja vielleicht auch bei den anderen kein Vorbild hattest, dass du das einfach bist, aus dir heraus. Auch ein guter Hinweis von der Oma. Uroma. Jetzt schauen wir mal beim Uropa, was da kommt von Maria Magdalena. Weibliche Spiritualität, das ist ja interessant. Die Männer hier, die scheinen mir auch sehr spirituell zu sein. Schau mal, Träume, Selbstliebe, weibliche Spiritualität. Also irgendwie sind die doch sehr weich und ja, finde ich sehr interessant. Durch gelebte Liebe im Alltag drückt sich das Göttliche in uns aus. Also wie kannst du die Liebe noch mehr einladen im Alltag? Kannst du dir selber einen schönen Altar machen? Kannst du dir einen schönen Duft machen? Kannst du dir selber ein Geschenk machen? Also es muss nicht immer materiell sein. Eine kleine Pause erlauben. Dir die Füße massieren, dir etwas Gutes tun. Ja, liebevoll mit dir sein. Wie liebevoll kannst du mit dir sein im Alltag? In meinem Herzen erblüht eine Rose und verströmt den Duft der Liebe. Das unterstreicht eigentlich nochmal, was hier von deinem Opa kam, dass es um noch mehr Liebe geht und wie du das tatsächlich lebst oder ob man zwar auf einer Seite spirituell ist, aber das eigentlich nicht integriert im Alltag, dass man dann so einen Schalter umlegt, jetzt gehe ich arbeiten und jetzt bin ich dann wieder spirituell oder ob man das irgendwie mitnimmt, ja. Vielleicht fallen dir auch schöne Dinge ein, die du mit Kindern tun kannst, wo auch du dann was davon hast. Vielleicht machen das die anderen Kindergärtnerinnen nicht. Und vielleicht freuen sich aber alle über diese Idee. Vielleicht bringst du auch was Neues mit rein und traust dich, das noch ein bisschen mehr in den Alltag mit hineinzunehmen. Denn dann hast du nicht das Gefühl, so zwei Leben zu führen. Und die Menschen sind doch offener, als man denkt, weil viele an Engel schon glauben und auch aus anderen Religionen kommen. Ich weiß, in Kindergärten zum Beispiel arbeiten ja auch viele Menschen aus anderen Nationalitäten und die sind auch meistens sehr offen. Also nur die Deutschen sind relativ ja, verklemmt, was Spiritualität angeht, sage ich mal so. Oder ja, ängstlich oder man hat Angst, ein Spinner zu sein. Das ist in anderen Religionen gar nicht so weit verbreitet, also in anderen Ländern. Wenn die so aus Südamerika kommen oder so, da ist es, ich weiß nicht, in welcher Einrichtung du bist, aber spür mal rein, vielleicht sind die viel lockerer, als du denkst, dass du das nicht so ausklammern brauchst im Alltag und dich da mit den Kindern wohlfühlen kannst. Dann haben wir für deine Tochter die Karte Treue. Du hast gesagt, Eifersucht spielt ein sehr großes Thema, weil bei allen Frauen, und hier kommt die Karte Treue. Sei dir treu. Treue bedeutet, der Liebe im Herzen zu folgen. Du hast mir erzählt, dass deine Tochter ja nicht auf eigenen Füßen steht, finanziell noch nie gestanden hat, Süchte hat, also auch vorm Kind raucht und so. Und auch der Partner auch trinkt und irgendwie so, als wäre sie sich nicht selber treu. Daher passt diese Karte. Was mir sehr gefällt, ist hier diese Taube und dieses Licht. Dass sie den Impuls hier bekommt, auch durch die Ahnenlegung, dass sie sich selber auch wirklich spüren darf, scheint mir, als wäre sie komplett abgeschnitten von sich. Und ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das hier durchfließt, was du tust.
Und wenn du sagst, ja, ich mache schon so lange, aber es tut sich irgendwie nichts, was ist denn das? Das ist ja, wie man sagt, ein Rattenschwanz ohne Ende, wenn man da anfängt, spirituell aufzuräumen. Aber hab Vertrauen, dass das macht was, was du tust, ja. Auf jeden Fall. Schauen wir mal die nächste Ebene an. Die nächsten Karten sind Kraft der Weiblichkeit. Also die mussten heute hier unbedingt mit dabei sein. Bei dir kommt die Karte Perle. Die hatten wir jetzt neulich erst. Also die Perle hat auch eine starke Heilkraft. Sie kann ganz tief in dir sitzende Blockaden transformieren. Die schwarze Perle ist noch stärker. Solltest du Perlen haben oder Ohrringe oder eine Kette, ein Armband, dann arbeite damit, transformiere diese tief sitzenden Blockaden mit der Kraft der Perle. Sie möchte mit der Kraft des Meeres aus dir das hinausspülen, hinauswaschen und es kann auch Tränen geben. Man soll die Perlen im Salz reinigen. Vielleicht kannst du ein bisschen mit deiner Perle meditieren oder du visualisierst eine Perle und du kannst die auch in dich reinlegen und dann bitte diese Perle, das bekomme ich gerade, durch dich hindurch zu kullern, durch deine Blockaden und die hinfortzuspülen und das auch wirklich einfach die Energie der Perle zu rufen und in dir reinigen zu lassen. Ich glaube, du kannst mit diesen Bildern gut arbeiten. Dann für deine Mutter von Kraft der Weiblichkeit kommt Hekate. Also Hekate kommt, wenn man einen tief sitzenden Wunsch im Herzen hat, aber eigentlich gar nicht mehr daran glaubt, dass der in Erfüllung geht. Und sie sagt doch, diese Wünsche, die du eigentlich vor dir selber schon fast versteckt hast, weil du nicht mehr an die Liebe glaubst, genau da gebe ich dir Kraft. Da kommt sie mit der Fackel und dem Löwen. Und also sie ist echt eine Powerfrau und sie sagt, trau dich wieder, hier dich der Weiblichkeit zu öffnen. Wir hatten hier Ausgleich von männlich und weiblich. Also Hekate kommt und bringt zu deiner Mutter die Kraft. Natürlich hat sie den freien Willen. Wir schicken es jetzt ihr mal, aber ich hoffe, sie kann es dann annehmen, dass sie sich traut, ihre weiblichen tiefen Gefühle zuzulassen. Wenn man die lange Zeit ausgeklammert hatte, weil man ein Trauma hatte oder vor vielen Generationen ein Trauma war, will man sich auch vor Schmerzen schützen. Und dann wird man hart nach außen. Und die Angst, wieder diese Gefühle zuzulassen, kann damit zu tun haben, dass man dann, wenn man den Topf aufmacht, meint, oh mein Gott, das hört ja nie auf. Du hast gesagt, ich mache so lange schon etwas. Und mein Gefühl ist, dass jetzt auch die anderen ein bisschen zum Zuge kommen dürfen. Auf der einen oder anderen Ebene ihre Päckchen mal selber aufmachen dürfen, also liebevoll annehmen dürfen und anschauen dürfen, ja. Ich finde es sehr mutig von dir, dass du das tust, für alle und auch für deine Tochter. Und ich hoffe natürlich, dass das hier wieder ins Fließen kommt. Gib mir Feedback auf jeden Fall. Dann für deinen Vater kommt von Kraft der Weiblichkeit, Hypatia von Alexandria. Also dein Vater war vielleicht jemand, der sehr gelehrt war, weiß ich nicht. Oder dein Vater sagt, dass du jemand bist, der sehr gelehrt ist, dass das jetzt eine Botschaft für dich ist. Ja, ich glaube, es ist für dich, dass du sehr viel weißt, dass du irgendwie aus der Rolle fällst, denn diese Hypatia von Alexandria war zu ihrer Zeit die einzige Frau, die gebildet war, die von, ja, ich sag mal, vom blöden Mannsvolk aber völlig verkannt wurde, weil eine Frau ja einfach nicht gebildet sein durfte. Und dass man praktisch zu sich steht, aufrecht geht. Und das Ritual bei der Karte ist, dass man sich eine Woche lang wunderschön kleidet, so als würde man auf ein Date gehen. Ist auch wieder so Selbstliebe. So kleide dich, leg Schmuck an, mach dich schön zurecht, als würdest du jetzt ein Treffen haben. Und gehe mit aufrechten Schultern, gestrafftem Rücken so durch den Tag und spüre, was diese neue Haltung mit dir macht. Vielleicht war dein Vater aber auch intellektuell und sehr belesen. Auch da ist das möglich. Er will dir hier wirklich liebevolle Hinweise geben. Ich habe echt das Gefühl, dass es jedes Mal so, dass von den Männern so viel Liebe kommt, wie es vielleicht nie war im Leben. Es ist jedes Mal sehr berührend. Dann schauen wir, was kommt hier von der Oma. Ich bin jetzt gespannt, weil du hast gesagt, da ist auch nichts geflossen. Da kommt die Isis höchstpersönlich mit dem Ankh-Zeichen und hier dieser goldenen Kugel auf dem Kopf mit hinten Adlerschwingen oder Engelsflügeln. Da schauen wir mal, was diese Isis-Kraft hier bringt. Denn
Die hatte ich noch gar nicht oft oder eigentlich noch nie. Das finde ich jetzt spannend. So, was sagt Isis zu deiner Oma? Die Isis ist die Göttin der Auferstehung. Der Auferstehung. Sehr kraftvolle Macht der Magie durchfließt sie. Sie ist die Göttin der Magie. Seit über 5000 Jahren beten die Menschen sie an und rufen sie und ihre Kräfte an. Nicht alle machen das, um Gutes zu bewirken. Also sie hat sehr hohe magische Schwingung. Und sie ist sehr lichtvoll. Sie ist der hellste Stern am Himmel. Der stellste Herrn. Ich kann mal die Wechsstaben verbuchteln. Ja. Genau, was sagt sie denn? Sie vertreibt den Schatten. Sie bringt das Licht wieder zurück. Sie ist die Schwingung der Urmutter. Wir sind alle ihre Kinder, die sich verloren fühlen. Also da kommt zu deiner Oma auch das Gefühl, wieder verbunden zu sein, wieder das Kind der Mutter zu sein. Das hat auch was mit Liebe zu tun. Wenn man die Mutter immer ablehnt, dann lehnt man das ganze Weibliche ab, man lehnt auch sich selber ab, also so ein gewisser Selbsthass auch dahinter. Und da fließt es jetzt wieder, also da kommt hier diese höchste Kraft hinein, dass da die Liebe wieder fließen darf und dass das göttliche Licht wieder erwacht und dass man aufhört zu beurteilen, zu verurteilen, sich und andere, dass man jetzt wieder den Weg der Meisterschaft des Herzens gehen kann. Die Übung ist direkt, dass man hier dieses Ankh-Symbol zeichnet. Vielleicht ist das für dich auch interessant. Also dieses hier oben, das ist ja auch für Christus das Symbol so ein bisschen mit dem Kopf oben dran. Für mich stellt es das da auch, dass man das Ankh-Kreuz zeichnet, das Symbol des Lebens, und dann praktisch das in die Handflächen legt, dieses Symbol. Und diese Kraft von diesem Symbol wahrnehmen. Vielleicht hast du auch ein Ankh-Zeichen, vielleicht hast du da einen Bezug dazu. Man darf halt mit dieser Karte arbeiten oder du druckst dir aus dem Internet ein Ankh-Symbol aus und malst es aus und legst es in deine Hände und lässt die Energie aus diesem Ankh-Symbol in dich hineinfließen. Und du wirst erinnert an die Weisheit in der Akasha-Chronik, an das ewige Leben und an die Kraft der Fortsetzung. Also, ihr seid alle Frauen, ihr habt alle geboren, ihr seid das Weibliche und doch lehnt ihr das ab irgendwie. Und da kannst du einfach, habe ich das Gefühl, mit dem Ankh-Symbol für deine Ahnenlinie Heilung herstellen. Spannend. Und auch besonders bei deiner Oma arbeitet die Isis. Dann gucken wir jetzt hier beim Opa, was da kommt. Da kommt die Kamelie und auch die Kamelie ist eine Karte fürs Herz, die auch für die Selbstliebe ist. Das finde ich jetzt sehr spannend. Ich schaue jetzt nicht alles nach, weil es ist sehr, sehr viel. Auch die fließt ins Herz und öffnet und reinigt und stellt die Liebe wieder her. Toll. Dann gucken wir hier mal bei der Uroma, was da kommt. Kommt auch eine Blume, das Gänseblümchen. Das Gänseblümchen steht auch für Reinheit und Unschuld. Und das kommt als Gruß hier von der Uroma mit durch. Ich gucke noch mal rein. Ist ja schön, dass wir hier auch ein paar Blumen dabei haben. Finde ich total schön. Dann sagen wir mal ganz kurz, was das Gänseblümchen macht. Also es hat ganz viel körperliche, natürlich reinigt das Blut, es ist verdauungsfördernd, es hat eine wertvolle Schwingung. Man kann die essen, also ich esse die auch sehr gerne. Wenn man die Karte hat, dann hat man die gezogen, weil man sich irgendwie selber vergiftet, also durchs Denken, so, ja, was denkt, wenn man immerzu über andere urteilt oder ablehnt, das ist alles so eine Art Hassenergie, ich benenne es jetzt mal so, weil es nicht Liebesenergie ist und eigentlich fügt man sich das permanent selber zu. Also hier ist der Hinweis, dass man sich komplett reinigen darf und loslassen darf. Vielleicht machst du im Frühjahr eine Gänseblümchenkur. Ich habe gesehen, die wachsen aber auch im Winter, blühen die auch auf der Wiese. Also man findet auch jetzt welche, ein paar. Finde ich ganz spannend, wo manchmal Sonne hinscheint. Falls du sagst, ich hole mir gleich ein paar. Man kann ja falsche Kapern mit Gänseblümchen machen zum Beispiel.
Also die Liebe wird wiederhergestellt. Wo vergiftet man sich? Wo schwingt das Licht nicht in dir? Gerade von der Göttin Freya, die Göttin der Liebe, und die Göttin Ostara, die Göttin des Frühlings. Gerade die wird dann sozusagen ausgeklammert und diese Kraft möchte wieder zurückkommen, die Liebe. Das kann das kleine Gänseblümchen. Was für eine starke Pflanze. Dann haben wir hier für den Uropa. Schauen wir mal, ob wir auch ein Blümchen haben. Nein, hier haben wir die Clara von Assisi. Das ist sehr spannend. Die Clara von Assisi war nämlich sehr wohlhabend und ist dem heiligen Franziskus gefolgt und hat den ganzen Wohlstand abgelegt und hat die langen Haare abgeschnitten, die schönen Kleider abgelegt und ist dann mit ihm in ein ja, ganz ärmliches Haus und hat an Jesus geglaubt, ist Jesus gefolgt und das wollte sie auch von klein auf tun. Sie hat immer von Jesus gesprochen und man hat sie eigentlich für verrückt erklärt. Also praktisch auch sie wurde geächtet und hat dann aber den weltlichen Wohlstand abgelegt. Und worum es bei dieser Karte geht, ist, dass man wirklich seinem Herzen treu ist, ihm folgt, egal was alle anderen sagen, dass man mit seinem Herzen der Liebe folgt und auch den Weg der bedingungslosen Liebe geht. Und das ist Christus und das verkörperst du. Denn du sagst, hier stimmt was nicht im System. Alle lehnen Männer ab oder sich selber ab, sind gemein, sind verhärtet, lügen, betrügen, ja, helfen sich nicht. Also das ist nicht der Weg der Liebe. Und du deckst es auf. Und es ist klar, dass du dann sozusagen das schwarze Schaf bist, weil du was ganz anderes tust. Du willst ja die Liebe wiederbringen, ja? Dabei bist du eigentlich richtig. Ja, du bist eigentlich das weiße Schaf. Dann schauen wir hier, bei deiner Tochter kommt, wow, die Nike, die Siegesgöttin. Das ist auch eine tolle Energie. Also da habe ich jetzt das Gefühl, die hat auch diese Fackel, ja, hier, wie hier. Die wird es schaffen, deine Tochter. Du kannst ihr einfach für sie beten. Du kannst auch, ja, vielleicht kommen noch mehr Hinweise. Also schick ihr die Nike. Wir gucken jetzt noch ganz kurz, denn du machst dir sehr viel Sorgen um deine Tochter, das weiß ich, weil du auch dein Enkelchen nicht siehst. Und ja, sie ist auch nicht klar. Sie umgibt sich halt mit Substanzen und so. Schauen wir mal, was Nike sagt. Wo ist sie denn hier? Die Nike. Hier haben wir sie. Also das bedeutet Sieg. Also deine Tochter wird da auch siegen, ist mein Gefühl. Also sie hat die Möglichkeit, den Sieg zu erreichen, kleine Erfolge zu machen, immer weiterzugehen, auch finanziell irgendwann auf ihren Beinen zu stehen. Sie muss natürlich erstmal den Entschluss schaffen, über ihre Ängste und ihre Glaubenssätze drüber hinwegkommen. Denn auch sie wird sich selber irgendwo komplett ablehnen. Sie macht das nach. Sie lehnt sich ab, sie sabotiert sich selber, sie wertschätzt sich nicht. Und ich habe das Gefühl, wie ihr ist alles egal, was mit ihr passiert. Das ist auch so eine Autoaggression, ja. Genau, sie hilft ihr auch über diese Süchte und dieses, es ist doch egal, wer bin ich schon, drüber hinwegzukommen. Und schicke ihr Nikes Licht und diesen Lorbeerkranz und diese Fackel und wiederhole einfach, dass Nike bei ihr ist. Aber immer mit dem, sie darf es annehmen oder nicht. Wenn sie bereit ist, lass los. Du darfst für sie beten, aber ja, trotzdem muss man ja vertrauen. Dann schauen wir die nächste Karte an, weil wir haben ja so viele. Das ist jetzt eine Karte, wo sich zeigen kann, wenn es um Bindung geht, welche Ängste man da hat. Ja, schauen wir mal nach. Da kommt auch, ich bewundere dich, ja. Also du darfst dich wirklich bewundern, du darfst auf dich stolz sein, du bist toll und ich habe auch das Gefühl, wenn du einen Partner hast, haben wirst, dann wird das einer sein, zu dem du aufschaust, der auch dieses Christuslicht hat, der reinen Geistes ist, wo ihr euch spiegelt, wo ihr euch eure guten Qualitäten spiegelt. Der denn auch dich sieht und dich bewundert. Aber ich habe das Gefühl, zuerst erzeugst du das in dir selber, dann ist das in dir drin. Dann gucken wir mal bei der Mutter. Was ist da los? Da kommt Staunen. Also auch da, das ist auch so was ganz Neues, was kommt. Ich atme tief durch und öffne mich für den Moment. Also ich habe das Gefühl, da passiert was, denn es ist eine öffnende Karte, ja. Da passiert was. Da sagt man erstmal so, wow, meine Tochter, Mann. Auch wenn sie dir das so nie sagt, aber das ist jetzt von der seelischen Ebene, ja.
Also, dass sie wieder ihr Herz ein Stück weit öffnet und in deine Richtung positiv schaut und sagt, Mann, das ist doch eigentlich eine tolle. Ja? Das passiert hinter den Kulissen. So, dann. Und auch je mehr sie ihre männlich-weiblichen Anteile da ausgleicht, dann bei deinem Vater. Liebesbegegnung, auch das ist eine schöne Karte, ein Geschenk. Also dein Vater hat gesagt, achte auf die Träume, vielleicht wartet hier auch ein neuer Liebespartner. Liebesbegegnung als Geschenk, das klingt doch gut. Entweder du hast jetzt in dir mehr dieses Glitzern, dieses, oh, ich bin toll und wow. Und dann begegnet dir das auch im Außen. Also dein Vater scheint dir da irgendwie so kleine Geschenke machen zu wollen. Jetzt gucken wir bei der Oma. Der Oma. Sagt die. Auch da kommt liebevolle Zuwendung. Schau doch mal, das ist sehr, sehr positiv. Und alles ist in diesem öffnenden Orange-Gelb. Liebevolle Zuwendung kommt von deiner Oma. Also die Isis scheint hier viel getan zu haben. Wow, deine Oma schickt liebevolle Zuwendung. So, dann, uiuiui, hier sind so viele Karten. Kommt von deinem Opa. Dankbarkeit ist ein Geschenk. Also du wirst auch mit der Zeit immer mehr sehen, wie auch gerade ja diese Einsamkeit, diese harte Schule, dieses, ach, ich bin so anders und trotzdem gehst du deinen Weg und stehst auf und machst deine Sachen und schaust hin. Und du kannst auch dir so dankbar sein, wie viel du in Bewegung gesetzt hast. Und auch wenn du das jetzt hier in der 3D-Ebene im Außen noch nicht siehst, du bewegst sehr viel auch auf der 5D-Ebene für andere. Und das ist nicht immer sichtbar, das ist eher fühlbar. Und das kann sich durch Träume zeigen, das kann sich durch kleine Begebenheiten zeigen. Hab einfach Vertrauen. Zeit ist ja für die geistige Welt immer so, naja, nicht so direkt zugänglich, wer sich das nicht so vorstellen kann, wie das bei uns läuft. Mein Gefühl ist, es wird sich was wenden. Es sieht wunderbar aus. Also die sind dir so liebevoll zugewandt. Und auch gerade wegen der Arbeit, die du tust, die ist sehr wesentlich, sehr, sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, die sind auch dir dankbar für das, was du hier in Bewegung setzt. Denn das hat lange keiner gemacht. Du räumst so viel auf und es geht noch viel, viel weiter zurück, was du tust. Das wirst du wahrscheinlich wissen. Wenn nicht, dann weißt du es jetzt. Jetzt ist deine Uroma. Es kommt da. Da kommt noch dem Ruf des Herzens folgen, dass noch die Herausforderung hier war, auch das Gänseblümchen, sich selber vergiften mit negativen Gedanken, sich mehr öffnen fürs Annehmen, ja. Also, das ist wichtig, dass man das Herz wirklich hört und nicht überhört und einfach dem treu ist. Vielleicht wurde sie verheiratet und durfte gar nicht den lieben, den sie liebt. Das wissen wir ja alles nicht, oder vielleicht weißt du es. Kriegst du vielleicht noch was raus? Was war denn da gewesen? Und vielleicht kriegst du auch mehr Mitgefühl. Mensch, oder was ist ihr passiert? Vielleicht kannst du da was rausbekommen. Wieso die so hart geworden sind? Auf was lässt sich das zurückführen? Vielleicht lässt sich hier auch nochmal eine große Aufstellung, Familienaufstellung machen. Irgendwann willst du da vielleicht nochmal drauf schauen, zu sagen, wo hat das begonnen oder auf was lässt sich das zurückführen? Ja, was war so schlimm, dass sie die Herzen alle zugemacht haben? Aber das ist jetzt nicht unser Fokus hier. Ich wollte dir das nur mit an die Hand geben. Kann irgendwann nochmal interessant sein für dich, wenn du das nochmal mehr auch Mitgefühl bekommen willst und verstehen willst, wieso eigentlich. Dann schauen wir, was kommt bei deinem Uropa für eine Energie. Da kommt die Energie, ich lasse dich frei. Ja, guck mal, erst hier die Clara von Assisi, die ins Kloster geht freiwillig. Und hier die Botschaft, ich lasse dich frei. Also Liebe funktioniert nur, wenn man den anderen komplett freilässt. Und du hast auch gesagt, Freiheit, sich frei fühlen, freigelassen werden, ist dir sehr, sehr wichtig. Du willst dich nicht einquetschen lassen. Und ich kann dir nur sagen, ganz früher war das nicht so. Und du wirst dann einen Partner anziehen, der auch ein höheres Verständnis hat, der das auch leben will mit dir so. Wenn du da immer mehr in dir heil wirst, dann wirst du da genau auf der Ebene jemanden anziehen. Es gibt so tolle Menschen, die genauso sind. Und jetzt bei deiner Tochter, schauen wir mal, bin ich auch gespannt, da kommt Sehnen. Also eigentlich hat sie auch viel Sehnsucht. Sie weiß, dass sie nicht ihrem Weg folgt. Sie weiß das. Sie weiß, dass sie, ja,
sich selber veräppelt gerade und ist auch irgendwo unglücklich und sie sehnt sich eigentlich nach der wahren Liebe. Ja, nochmal eine Bestätigung. Jetzt kommen die Karten der Heilung. Und da bin ich jetzt total gespannt. So, fangen wir mal mit dir an. Bin ich hier spannend jetzt? Karten der Heilung für dich. Was kommt denn da? Was heilt bei dir? Wow, schau doch mal. Juhu. Und das Schöne ist, es ist auch mit Körperlichkeit, mit Sinnlichkeit. Und die Frau tanzt. Sie liebt ihren Körper. Sie steht im Licht. Hier ist nochmal das Transformieren. Und hinter ihr ist so viel Heilung und Leichtigkeit und Licht. Sich über Probleme erheben. Das passiert bei dir jetzt. Und das ist wunderbar. Sei ganz stolz auf dich. Du machst es wunderbar. Und alles, was du heute für Samen siehst, die gehen alle auf. Hab ganz fest Vertrauen darin. Und ja, schön. Oh, schnüff. Bin ich berührt jetzt. Und schauen wir bei deiner Mama, was sich da zeigt bei Karten der Heilung. Oh, guck mal, auch da passiert ganz viel. Da ist dieses innere Kind. Und da kommt die Gnadenenergie, vollkommene Immunität. Und da ist auch ganz viel Heilung passiert. Vielleicht weißt du ja auch nicht alles, was da früher war. Also da Himmel hilft, siehst du das? Das ist auch eine Liebesenergie, so rosa hier. Oh, wie schön. Also deine Mama bekommt hier auch einen Segen. Uiuiui. Dann kommt bei deinem Papa, jetzt mal die hier alle rausziehen, kommt und es den freien Willen durchsetzen. Das sind doch wunderbare Energien hier. Also jemand, der sagt, ja, ich bin der Schöpfer, ich stelle mich hier hin und ich werde jetzt hier bestimmen, was ich haben will. Also ich lenke meine Energie dahin, was ich habe den Überblick jetzt. Das ist wunderbar. Da kommt wirklich eine tolle Unterstützung. Und du hast deinen Papa gepflegt zum Schluss. Die anderen haben sich aus dem Staub gemacht. Du warst bei ihm und ich habe das Gefühl, der ist dir so dankbar. Der schickt dir so viel Liebe und schau doch mal, das ist so toll. Das hast du so gut gemacht. Und wahrscheinlich warst du die Einzige, die die große Liebe hatte, dass sie das konnte. Ja, bei den anderen war sie irgendwie nicht so da und du hast diese Liebe in dir, das ist wunderbar und manchmal hat man dann Fähigkeiten, die andere nicht haben einfach und natürlich ist es nicht okay, wenn sie dich da hängen lassen und irgendwann wirst du da vielleicht einfach Vergebung finden können. Dein Papa ist dir super dankbar, spüre ich hier. Der schickt dir so viel Unterstützung und vielleicht schickt er dir auch den neuen Liebespartner, der dann passt zur richtigen Zeit. Für die Oma kommt. Hier geht es um Machtkampf, also Recht haben, das ist nochmal am Heilen, die wird ja jetzt auch nicht mehr da sein, schätze ich mal. Also bei der Oma ist das hier am Heilen, wer hat Recht und viel Streit war da vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob du was weißt, aber du hast auch gesagt, mit den Männern, das war immer schwierig. Jetzt ziehen wir mal deiner Oma noch eine Karte drauf. Puh, jetzt fallen hier ganz viele raus. Es sind drei Karten, die rausfallen. Die erste ist, dass egal wie sehr man sich anstrengt, die Dinge immer kaputt gehen am Ende. Dass man das Gefühl hat, also ich spüre hier Überlastung, viel zu viel Arbeit und das Gefühl, dass das sinnlos ist am Ende. Das ist ein Glaubenssatz oder da hing sie fest. Und dann kommt hier noch der Verrat. Wahrscheinlich ist jemand fremdgegangen, der Opa oder so. Sie hat sich so Mühe gegeben, Kinder erzogen, alles gemacht und dann hat er irgendeine Geliebte gehabt. Weiß nicht, ob du was weißt oder so. Genau. Und die neue Karte, die kommt, ist diese, die Initiation, die Gabe zur Initiation. Das heißt, da kommt jetzt ein ganz großes Heillicht, die wird ganz arg geheilt, die Oma wird ja wieder mit der Göttlichkeit verbunden. Und es ist auch, dass du die Gabe hast, andere Menschen einzuweihen. Auch du hast eine Gabe, das ist auch eine Botschaft deiner Oma. Und sie kann dich auch unterstützen aus der geistigen Welt dabei, das zu tun mit anderen. Also ich schätze jetzt mal, dass sie schon gegangen ist, ja. Du hast wunderbare Gaben in dir. Die wirst du immer mehr freischalten und du hast hier viel Unterstützung aus deinem Ahnensystem. So, jetzt schauen wir mal hier. Wo ist die Karte? Da ist sie. Wüde, wüde. So, dann beim Opa.
Da gibt es hier viele Schuldgefühle, Sünde, Karma. Also jemand, der sich schuldig fühlt. Ja. Fremdgehen, Streit, Machtkampf. Also das kann sein, dass er einmal was gemacht hat und das dann immer rot darunter gemacht. Deswegen, und das hat nie aufgehört. Und das zeigt sich immer noch, dass er sich fühlt, als hätte er was Schlimmes gemacht. Halt, das ist immer noch am Heilen bei ihm. Und also da war sie knallhart geworden. Das hat sie ihm nicht verziehen. Da war sie richtig, richtig sauer. Und er hat sich dann eigentlich selber gegeißelt mit Gedanken. Jetzt schauen wir mal noch, ob wir noch eine gute Karte finden bei dem Opa. Wir schauen jetzt zwei raus. Und so die und die. Also die erste Karte ist sich unerwünscht fühlen. Also der hatte dann immer nur noch das Gefühl, was mache ich hier überhaupt? Also die scheint ihm wirklich richtig fertig gemacht zu haben, richtig abgewiesen zu haben, also voller Hass, Verachtung, also auch verbittert, nicht verzeihen können. Und der war einfach, hat sich fehl am Platz gefühlt. Ja, was soll ich denn hier jetzt auch noch? Weiß ich nicht, ob er denn sie nochmal verlassen hat oder nochmal fremdgegangen ist oder so, ne? Dann kommt noch eine Karte. Wow, das ist die gute Karte, das ist Erleuchtung. Also auch da wird jetzt viel im Hintergrund verstanden, was ist denn da eigentlich passiert. Da heilt jetzt auch ganz viel. Also da sieht jetzt jemand drüber und auch der Hinweis, meditieren ist immer gut, um diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Ich schau mal bei der Uroma. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil wir ja noch so ein paar Karten haben. Bei der Uroma kommt. Auch hier haben wir zwei, die im Bettchen sind. Die Sexverschwörung. Was auch gesagt, hier irgendwie fließt es gar nicht. Was ist denn da los? Und das war auch bei allen. Und ich lese mal nach, was das hier für eine Verschwörung ist. Um was geht es hier bei der Sexverschwörung? Die Frau liegt im Bett, ganz hübsch, und der Mann sitzt am Fußende und hat den Kopf in den Händen und ist irgendwie traurig, ja? Was ist die Sexverschwörung? Ist doch jetzt spannend. Die Sexverschwörung kann verschiedene Formen annehmen. Wir brauchen dabei Sex dazu, uns zurückzuhalten. Entweder geht es um verdrängten oder unterdrückten Sex oder um übertriebenen, aber immer so, dass die Energie und die Zielausrichtung blockiert werden, die notwendig sind, um unsere Lebensaufgaben zu erfüllen. Vielleicht sind wir auf irgendeine Weise sexuell ausgenutzt oder missbraucht worden oder womöglich waren wir selbst der Täter. Infolgedessen haben wir das blockiert, weil eine kostbare Gabe dargestellt und sogar ein Teil von Führungseigenschaften sein kann und wir benutzen das Opfer-Täter-Schema, um uns an der weiteren Entwicklung zu hindern. Also vielleicht hat irgendwann einer mal irgendwas falsch gemacht und daraufhin läuft sexuell gar nichts mehr sozusagen. Ich sag mal so, einer ist jetzt fremdgegangen und hat so schlechtes Gewissen oder vielleicht war auch irgendwas mit Inzest früher, keine Ahnung. Vielleicht kriegst du irgendwas raus durch eine Familienaufstellung. Ich hatte ja hier schon das Gefühl, irgendwas ist da, muss man mal rauskriegen. Woraufhin dann alle sagen, oh, Sex ist so schlecht, das lehnen wir jetzt mal komplett ab, weil da war mal was, das Wissen, das wird weitervererbt. Es war mal was ganz Schlimmes passiert. Da hat mal der Opa mit der Enkelin oder der Vater mit der Tochter oder weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon so ein Inzestgefühl hier. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es so ist, aber in diese Richtung könnte es gehen. Woraufhin derjenige sagt, also Sexualität ist so schlecht, der geißelt sich dann so, der lässt es nie wieder fließen. Oder die Frau. Es gibt es auch von Frauen. Also nicht nur Männer, ja. Das gibt es in allen Spielarten. Vielleicht klingelt jetzt was bei dir. Vielleicht hast du ein Gefühl, oh ja, da könnte was sein. Spüre rein. Also ich will nichts behaupten, aber du hast gesagt, irgendwie sexuell hier fließt nichts bei uns. Das ist bei allen so. Und irgendwie mögen sich auch alle nicht und lehnen sich ab. Also so Thema, ich bin nicht richtig. Ich habe Schuldgefühle oder der Mann ist der Täter und die Frauen müssen sich immer schützen. Also irgendwann ist mal was passiert, wo einfach keiner hingeschaut hat. Vielleicht war es auch zu schlimm und wurde totgeschwiegen oder ja, vielleicht kriegst du wirklich was raus. Es wäre, glaube ich, gut, da Licht hinzubringen. Und es kann halt sein, dass einer dann, es geht halt darum, Sex soll ja mit Liebe verbunden sein. Und wenn man da auch Machtspiel draus macht oder wenn der eine dann Sex will und der andere nicht will und der eine den anderen immer zu kurz hält oder ach, das, also wie soll ich sagen, da ist der Hase im Pfeffer.
Hier. Und das kann jetzt hier liegen, weil das kann noch viel, viel, viel früher sein hinter der Oma. Also hinter der Uroma noch. Es kann schon was Älteres sein. Ja, und früher, ganz, ganz früher, hatte das Kind ja nicht so die Rolle, wie wir heute die Kinder sehen, so heilig und so unschuldig und so rein und auch schon als lichtvolle Wesen. Früher hat man mit Kindern, weiß Gott, was alles gemacht. Das wollen wir gar nicht wissen, aber um das zu heilen, müssen wir genau da hinschauen. Denn das will befreit werden, spüre ich. Da will was in Heilung gehen und ich lege natürlich noch eine oben drauf. Was ich noch Lichtvolles hier zeigen will. Hui. Und ich werde jetzt auch gleich mal ein Pomade nehmen, weil das gerade hier so eine schwerere Energie sich zeigt bei mir hier im Zimmer. Und da werden wir gleich mal was nehmen. Huch. So, jetzt habe ich noch zwei Karten. Die erste Karte ist diese. Es geht darum, irgendwas zu kompensieren, irgendwie besonders betriebsam zu sein. Ja klar, wenn man keinen Sex hat, dann kann man das irgendwie kompensieren. Oder man fühlt sich nicht gut genug und arbeitet dann ganz viel. Oder man hat irgendwie Schuldgefühle und dann macht man irgendwas anderes ganz viel, um eigentlich sich aber wie sich an sich selber zu rächen oder sowas. Und es kann unbewusst sein, das ist abgespalten. Genau. Ja, vielleicht war es auch ein Unfall, was passiert ist. Wissen, vielleicht kriegst du es raus. Auf jeden Fall, mir drückt jetzt der Kopf, da ist wirklich was. Dann haben wir hier noch, es geht um die Beziehungsverschwörung, die Bindung. Wow, also du hast es ja gesagt, irgendwas ist da begraben. Wow, ich hoffe jetzt, dass die Engel hier was bereinigen können. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und die werden das, was jetzt hier gehen darf, machen. Wir brauchen noch eine gute Karte. Passt aber alles zusammen. Dass die Bindung, wieder Vertrauen zu haben zum anderen Geschlecht. Und da war der Krieg und alles, ne? Schauen wir mal, heilt es hier noch? Ja, es kommt eine Gnadenenergie. Und da gehen die ganzen Türen auf. Und man kommt raus aus diesen ganzen Glaubenssätzen, die einen trennen von der Heilung. Und die gehen jetzt alle auf die Türen. Und es darf wieder mehr fließen. Ich gucke jetzt nochmal beim Opa und dann nehme ich hier mal einen Pomade daher. Was kommt hier beim Uropa? Sodala. Und zwar. Da kommt auch die Beurteilung. Er beurteilt sich selber oder andere oder er wurde permanent bewertet. Also entweder hat er direkt was damit zu tun oder er weiß auch was. Oder in dieser Zeit wurde halt einfach ganz stark Menschen, hier siehst du ja, Menschen werden gewogen. Der eine ist gut, der andere schlecht. Krieg hatten wir, ja, da war auch, ne, die dürfen leben, die dürfen nicht leben. Der macht nicht dies, dann wird er erschossen und so. Ja, kann man Menschenleben bewerten. Und da ist auch eine Falle darin, dass man sich bewertet und andere bewertet. Und da darf auch die Liebe natürlich wiederhergestellt werden. Und ich werde da auch noch eine Karte draufziehen. Also ich habe das Gefühl, in den früheren, vergangenen Ebenen von deinen Ahnen, da ist da Hund begraben sozusagen. Und es ist schön, dass wir mal hingucken dürfen. Da bin ich dankbar, dass was wir sehen dürfen, bedanke ich mich jetzt schon hier bei der geistigen Welt. Und juhu! Da kommen die Sorgen, dürfen gehen. Man darf wieder frei sein und die Frau hat ein Kleid an. Und auch da habe ich jetzt das Gefühl, man kann die Frauen wieder anders sehen. Man kann auch, wenn man vielleicht nie Liebe von denen direkt bekommen hat, weil man sich irgendwann falsch verhalten hat oder man immer wieder sich falsch verhalten hat, vielleicht war es auch eine Sexsucht, vielleicht hat man die Frau auch genötigt immer wieder, ja. Gab's alles, ja. Frauen waren müde, hatten 1000 Kinder und der Mann wollte aber seinen Sex. 1000 Kinder hat natürlich keiner, aber ich glaube, ihr versteht. Und dass man da wieder sich verzeiht, dass man da wieder sagt, oh mein Gott, was habe ich denn getan? Dass man da Einsicht hat vom Spirituellen. Und das geht ja hier schon los mit dem Opa, dass man erkennt die Zusammenhänge und so, ne? Dann schauen wir, was noch für eine Karte gekommen ist. Ah, das ist noch eine Aufopferungsverschwörung. Ja, also wenn man sich bewertet, dann dreimal so schwer arbeitet und hier die schweren Säcke den Berg hochträgt und man weiß, dass man irgendwas verbockt hat. Und da wird auch wieder, da fließt es auch wieder. Man kann sorgenfrei sein. Es ist eine Gabe, sorgenfrei zu sein. Und diese Gabe wird auch dir durchvermittelt, ne?
Schön. Jetzt gucke ich noch bei der Tochter nach, was die hat. Die hatte nämlich zwei von diesen Heilungskarten. Und zwar die erste Karte war sich auf die Mitte einstellen. Du siehst hier, die macht Yoga oder meditiert. Das wäre mal ganz, ganz was Schönes für deine Tochter. Das ist eine Gnadenenergie. Die lassen mal komplett zu ihr fließen. Und dann haben wir. Oh, guck mal. Zwei Gnadenkarten, eingreifende Engel. Also die Engel kommen, der steinige Weg ist jetzt dahinter und da fließt was durch zweimal. Also sie kann sich besser spüren, sie verbindet sich mehr mit ihrem Körper und ja, die Engel greifen hier unter die Arme, dass sie aufstehen kann und auch nicht das Gefühl hat, ich kann ja gar nicht selber fahren, ich brauche mal irgendjemanden. Du hast gesagt, die ist nicht selbstständig mit dem Geld und allem. Und dass sie aufsteht, dass sie das Gefühl hat, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, ich tue, was für mich gut ist, was für mein Kind gut ist. Das ist ein Enkel, ne, männlich. Also da tut sich doch was. So, mein Kopf drückt immer noch. Wir brauchen jetzt hier was. Ich nehme jetzt erstmal den Serapis B. Das ist der weiße Strahl, der Meister Serapis B. Der bereinigt alle ganz, ganz schweren Gefühle. Öffne auch dein Herz, fließt auch mit zu dir. Und dann brauchen wir noch den orangenen Pomander für den Schock, was da damals war. Der wirkt aufs zweite Chakra, orange. Bitte um Auflösung des Schocks, des Vorfalls, der Vorfälle. Bitte darum, das Trauma rauszunehmen, dass die Heilung im System passieren kann. Danke. Uiuh. So, da, und dann, machen wir noch den Holy Grail, denn der verbindet dich viel mehr mit dem Herzen, der ist grün. Heilige Gral, dass der innere Gral repariert wird und heilt und dass die Bewertungen rausgehen, die Liebe wieder hergestellt wird. Der riecht so toll. So, für euch alle bitte ich darum, dass die Liebe wiederhergestellt wird und alle heftigen Blockaden jetzt durchlichtet werden. Danke. So sei es, so ist es. Einmal für euch noch. Hui, Sodala. Dann schaue ich jetzt noch die allgemeinen Infos an. Warte mal, ich muss mal kurz mein Pendel was fragen. Okay. Ja, ich habe noch eine Karte unten drunter versteckt. Ich habe gedacht, das wird jetzt zu viel, aber wir sollen die nehmen. Du kannst das ja auch mehrmals schauen, das Video. Ich hatte das Gefühl, ja, mein Kopf wird jetzt besser. Der Druck lässt nach. Super. Ich schaue jetzt die letzte Karte und zwar Blume des Lebens Karten. Ja, sind sie. So, für dich kommt Sexualkraft. Ich falle um. Die Heilung meiner Sexualkraft setzt mein schöpferisches Potenzial für mich und alle anderen frei. Ohne Worte jetzt, oder? Ist doch unglaublich. Oh, wow. Gut, dass wir die umgedreht haben noch. Ich habe gedacht, das wird jetzt zu lange. Toll. Also, deine Sexualkraft wird freigeschalten. Sie reinigt sich jetzt. Wunderbar. Bei der Mama. Auch die Partnerschaft, die bedingungslose Liebe, wird wieder mehr hergestellt. Wir hatten ja hier männlich-weiblich. Ich weiß nicht, vielleicht verliebt die sich nochmal. Habe ich jetzt so ein Gefühl. Vielleicht wird die ganz weich. Oder einfach in sich und gibt dir diese weiche Qualität rüber. Toll. Toll. Dann schauen wir mal beim Papa im Himmel, was der noch zu sagen hat zu dir. Abgrenzung. Da haben wir Zäune. Auch wenn ich meine eigenen Grenzen gut wahren kann, dann fühle ich mich mit allem verbunden. Also die Zäune, die man hat, die einen schützen, die dürfen auch Luft durchlassen, Licht durchlassen, Freude durchlassen. Das muss keine ganz fette Mauer sein. Ist es gut, sich zu schützen vor dem Männlichen, wenn da früher was war, ne, in der Ahnenlinie. Aber dann, da darf natürlich, die Vögel dürfen durch, die Ideen dürfen durch, die Freude darf durch, ein bisschen tanzen und lachen und alles darf durch. Ne? Nur, wo die Grenze ist, da praktisch, was wirklich nicht geht, das macht man nicht, gell? Gut. Uiuiui. Das ist sehr berührend, das Reading. Das
Das ist jetzt die Stelle fürs Taschentuch, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade so gerührt. Okay, ich glaube, die ist verkehrt rum. Von der Blume des Lebens bei der Oma. Ja, die war verkehrt rum. Da geht es wieder ums Annehmen. Schau, wie diese zarte Lilie sich hier öffnet. Ich nehme die Geschenke des Lebens an und gebe großzügig Fülle weiter. Das ist ja was ganz Weibliches. Toll. Da ist auch was geöffnet worden. Dann gucken wir jetzt hier zum Opa, uiuiui, wenn ich es rauskrieg. Ja. Naja, sieht es nicht mehr schön aus da? Gut. Neubeginn. Ja, ich bin offen für jeglichen Neubeginn. Dadurch kommt das Leben für mich und alle mich umgebenden Wesen in Fluss. Oh, wie schön. Oh, zwei grüne Karten hier bei den Männern schon. Toll. Jetzt gucken wir mal hier oben bei der Uroma. Bin ich jetzt total gespannt, was da kommt. Da kommt Mitgefühl, ja. Guck mal, und die zwei Tröpfchen, die sind wie zwei Tränen, ja. Ich heile die Welt mit der Kraft des Mitgefühls, das unaufhörlich aus meinem Herzen hinausströmt. Also mein Gefühl ist, dass diese Härte weggeht, dieses Verurteilen, sondern dass man sieht, Mensch, der andere hatte wirklich Not und dem ging es auch nicht gut und ich kann jetzt auf einer höheren Ebene verzeihen. Ja. Und das Männliche komplett abzulehnen, auch das bringt mich als Frau nicht weiter und dann staut sich ja die Energie immer mehr im anderen und dann, ja. Also ich glaube, da passiert ganz viel so hinter den Kulissen und das dringt alles schön zu dir durch. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal hier beim Uropa nach. Lebensfreude, ich sag ja schon, da kommt, schau mal, nur grüne Karten bei den Männern. Lebensfreude dringt durchs Zäunchen. Meine Lebensfreude sprudelt wie eine Fontäne aus mir heraus. Jeder, der davon berührt wird, taucht ein in diese positive Energie. Wow. Da öffnet sich richtig was. Und bei deiner Tochter, bin ich jetzt total gespannt. So, bei deiner Tochter. Alles ist möglich. Mein Leben ist vollkommen und verbunden mit der bedingungslosen Liebe der Schöpferquelle, wie die heilige geometrische Form der Lebensblume. Also deine Tochter hat alles in sich. Hab ganz fest Vertrauen, die wird ihren Weg schaffen. Die wird wieder aufstehen und gehen und die Nike ist bei ihr. Also ja, bete für sie und ich habe das Gefühl, alles, was du jetzt hier löst, was hier war, das dringt zu ihr durch. Hab bitte Vertrauen und je mehr du das auch natürlich alles erlaubst, in dir zu sein, fließt auch diese Selbstliebe zu deiner Tochter. Ja, du kannst ihr ganz viel einfach Liebe schicken, aber je mehr du das alles in dir aktivierst, initiierst, annimmst, dich öffnest, fließt das automatisch zu deiner Tochter durch. Brauchst gar nicht so den Fokus bei ihr haben, den darfst du auch ganz bei dir lassen, weil es ist wie ein Trichter und es fließt, wie du siehst hier, zu deiner Tochter. Jetzt schauen wir, was sagen die lemurischen Karten für euer ganzes System. Da kommt die Karte Frieden. Frieden wird sein auf Erden. Spricht es aus mir. Frieden wird hergestellt in euch. Wow, wunderbar. Dann haben wir die Karte. Seelenverwandt. Oh, guck mal. Das ist so schön, die Karte. Ein Mann und eine Frau begegnen sich. Die sind sich so nah. Also meine Frage ist gerade, warst du mit deinem Papa so nah oder ist es nochmal ein neuer Partner? Spür mal rein. Denn diese Karte bezieht sich auch auf ganz liebe Verwandte, mit denen wir seelenverwandt sind. Du kannst ja mehrere Seelenverwandte haben. Also es kann jetzt hier wirklich eine neue Partnerschaft sein, aber mein Gefühl ist, dass hier was heilt. Guck mal, wir haben hier das Männliche und das Weibliche und diesen Ausgleich und das Herz. Und alle Chakren sind hier in der Mitte des Herz. Kommunikation, der Himmel, die Erde. Wunderbar. Die Sonne scheint über alles drüber. Also da kann jetzt nochmal ganz viel heilen, ist mein Gefühl für euch alle hier. Ihr seid auch alle seelenverwandt und ihr habt euch auch irgendwo vorgenommen, ja, dieses tolle Experiment hier zu machen, die Abwesenheit der Liebe und
die Liebe wiederherzustellen, sie wieder fließen zu lassen. Wie ist das? Was passiert denn da genau? Wie schön ist es, wenn die Liebe wiederkommt? Und du bist das weiße Schaf, das kann ich dir absolut unterschreiben, wenn du gehst ganz mutige Schritte. Dann schauen wir, was die Isis nochmal sagt. Die hatten wir ja schon. Und die sagt, Soul Retrieval, Deep Soul Healing with the Goddess. Also du bekommst ganz tiefe Seelenheilung, ihr alle. Die Göttin Isis war schon hier und die ist nochmal da und die sagt wirklich, es wird ganz viel repariert, die Seele bekommt Teile zurück. Es werden diese ganzen, die am Trauma ausgeklammert waren, die werden alle zurückgebracht. Auch zu denen, die früher da waren. Und bei dir, es kann auch sein, dass du nochmal wirklich spürst, wie dein Körper sich durchschüttelt und durchrüttelt. Und vielleicht bist du auch nochmal ein, zwei Tage müde und schlapp und denkst so, mein Gott, was ist denn los? Wäre ich krank, aber irgendwie doch nicht. Und also wenn so eine Seelenanteile zurückkommt, vielleicht machst du auch ein Ritual damit und nimmst dir direkt bewusst Zeit dafür. Du weißt, du hast nicht viel Zeit, aber die kommt zu dir, dieses. Und die bringt ganz viel von dieser Liebe, den Körper annehmen, sich sinnlich finden, sich das erlauben, sich gesund abgrenzen zu dürfen, aber nicht so komplett, dass das Männliche keinen Raum hat. Neubeginn, Energie. Also alles ist da, alles kommt. Jetzt haben wir hier noch eine schamanische Karte, die sind ganz toll, die bringen auch immer ein Ritual mit dabei. Und da kommt die Sonne. Schau mal, da ist der Vater und das Kind. Und die Sonne und der Weg. Also empfange das Geschenk deines Vaters. Ist das nicht schön? Dein Vater hat ein Geschenk für dich. Und ich habe schon gesagt, er hat dich so lieb. Du hast ihm so viel gegeben. Du warst als Einzige da, als es ihm nicht gut ging, ja? Empfange das Geschenk deines Vaters. Dein Vater will dir ganz viel schicken. Wie schön. Ja. Also die Männer hier, die wollen ja ganz viel Gutes schicken, spüre ich. Dann, welcher aufgestiegene Meister oder Lehrer begleitet euch alle? Da kommt der Commander Ashtar, Call to Action, also er ruft auf, jetzt wirklich die Veränderungen aktiv anzugehen. Und hier kommt hohes Sternenwissen. Der Ashtar ist ein Lichtwesen, ein Sternenwesen, was der Erde im Aufstieg hilft, was die Erde beschützt. Genau, ich habe einen großen Bezug zu ihm. Und vielleicht bist auch du ein Sternensaat und weißt es. Also, dann hast auch du ganz besonders ja, hier eine Aufgabe und hast hier, wie soll ich sagen, ja, einen ganz dicken Brocken hier zum Bearbeiten ausgesucht, weil du das kannst, weil du diese Liebe hast. Du hast so eine große Liebe in dir. Und du darfst jetzt mit einem guten Beispiel für alle vorangehen, deinen eigenen Weg vor allen Dingen gehen, dich dabei richtig fühlen, ja, auch wenn du kein irdisches Vorbild hast. Bist du richtig? Ja, und glaub an dich. Dann schauen wir, welcher Engel für euer ganzes Familiensystem kommt. Ja, besser geht's ja gar nicht, der Raphael. Und was ich jetzt hier an dieser Karte schön finde, ist, es sieht auch aus, als ob der ganze Erdball Heilung bekommt. Und das ist auch so. Hier haben wir nochmal dieses Violett unten. Dieses Kollektiv, ja, wenn das Männliche das Weibliche nicht gewürdigt hat und vielleicht nur für Sexdienste benutzt hat und das jetzt heilt, dann ist das auch wirklich für die Erde. Ihr schaltet das frei. Du schaffst es wirklich durch dich, diesen Missbrauch oder diese Nichtwürdigung der Körper und alles das, die Scham, die Schuld wieder loszulassen und zu heilen. Also der orangene Commander kann dir helfen. Du kannst Raphael noch mal rufen. Du hast Isis zweimal an der Hand. Dein Vater hat Geschenke für dich. Also die Seelen werden heilen. Frieden wird am Ende hergestellt. Bei deiner Tochter alles ist möglich. Also die ist auch am Weg. Hab Vertrauen. Ja, sehr berührendes Reading, Raphael persönlich. Hier haben wir eh das ganze Grün, jetzt noch der Raphael dazu. Hier haben wir die ganze rosa Abteilung. Überall bei den Weiblichen wird die Liebe hergestellt. Es gibt auch blaue Karten und gelbe Karten. Wir haben alle möglichen Karten dabei, aber es ist echt spannend, wie die sich hier reinlegen. Ja, bin sehr berührt. Vielen lieben Dank für diesen Auftrag und ja, alles Gute für deinen Weg. Ich gebe euch noch mal zum Abschluss ein bisschen Christus drüber. Das ist ganz dunkelrot. Und werde ich noch mal über euer Familiensystem noch mal diese bedingungslose Liebe mit einschwingen hier.
der Herstellung der bedingungslosen Liebe. Mal zu dir. Das duftet wunderbar. Ja, alles, alles Liebe, segensreiche Weihnachten und schau es Reading immer mal wieder an. Und du wirst nach und nach Fortschritte spüren. In dir arbeite viel positiv mit deinem Körper, nimm ihn an, hab ihn lieb. Und ja, wo kannst du deine Abgrenzungen ein bisschen luftiger werden lassen? Und alles Liebe von mir. Satnam für alle, die zugeschaut haben. Nehmt euch alle das mit, was ihr brauchen könnt. Möge Heilung sein. Ja, Heilung geschieht. So ist es. Satnam.